Hi, ich bin Lea Krüger. Ich bin 20 Jahre alt. Meine Leidenschaft gilt meinem Sport, dem Säbelfechten. Und nebenher studiere ich Jura in Köln und mache zurzeit ein Praktikum bei Vodafone. Am Anfang habe ich mich auch gefragt, wie man das alles unter einen Hut packen kann. Und ja, es funktioniert bei einem Unternehmen wie Vodafone. Ich war gleich begeistert, als die Sportstiftung NRW uns angesprochen hat auf die Möglichkeit der Zwillingskarriere, weil ich sehr schnell gesehen habe, da gibt es sicherlich Parallelen zwischen ambitionierten Sportlern und ambitionierten jungen Mitarbeitern, wie wir sie hier auch im Unternehmen haben. Ich bin über das Projekt Zwillingskarriere zu Vodafone gekommen, welches von der Sportstiftung NRW entwickelt worden ist und welches die Vereinbarkeit von Beruf und sportlicher Karriere fördern soll. Mein Tagesablauf sieht momentan so aus, dass ich jeden Abend trainiere und vormittags mein Praktikum bei Vodafone absolviere. Zweimal die Woche trainiere ich bereits vormittags von 9 bis 11 und fahre dann im Anschluss mit dem Zug nach Düsseldorf zu Vodafone. Durch mein Praktikum kann ich gleichzeitig schon den juristischen Alltag in einem internationalen Unternehmen kennenlernen. Das finde ich natürlich sehr gut, da Vodafone den Leistungssport nicht als Nachteil, sondern als Zusatzqualifikation wertet und durch flexible Arbeitszeiten mir ermöglicht, mein Training auch im vollen Umfang wahrzunehmen. Beruflich möchte ich mein Jurastudium abschließen und anschließend einen Job finden, der mir vor allen Dingen Spaß macht. Sportler sind natürlich auch interessante Charaktere, die vielleicht dann nach ihrer sportlichen Karriere interessant sein können für Vodafone. Und insofern hoffe ich einfach, dass wir das, was wir jetzt mit Lea im ersten Schritt machen, ausbauen und noch mehr Zwillingskarrieren ermöglichen als jetzt in diesem einen Fall. Sportlich ist mein großes Ziel die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Und auch beruflich möchte ich einen Job bekommen, der mir vor allen Dingen Spaß macht und bei dem ich mich weiterentwickeln kann. Ich möchte in beiden Disziplinen mein Bestes geben und erfolgreich sein. Auch wir haben sehr engagierte, leidenschaftliche Leute, aber was das Thema Leidenschaft und was das Thema Zielorientierung angeht, kann man sicherlich noch sehr viel lernen von so Sportlern wie Lea, die auf so ein Ziel wie Olympia hinarbeiten.